So, dann hast du hier zwei frei. Dann muss das da so rüber. Natürlich, klappt wieder nicht. Selbstverständlich geht jetzt auch noch schön die Sonne unter. Natürlich tut sie das. Weißt du, wir haben ja erst vor ein paar Minuten geschlafen. Also ich habe so den Eindruck, es ist wirklich irgendein Algorithmus. Immer dann, wenn du was baust in Minecraft, wird es schneller Nacht. Warum das so ist, das weiß niemand. Zumindest kann ich es mir nicht erklären. So, das Schlafsäckchen. Gute Nacht. Buggy, Buggy, Buggy. Das hat nicht geklappt. Probieren wir es nochmal. So, jetzt aber. Besser. Frühstück. Zum Frühstück erstmal ein Steak in Hals. Okay. Dann wollen wir jetzt hier nochmal was hinlegen. Aber doch nicht so, Junge. Zack. Zack, zack. So aber. Ulei, hast du das gesehen? Das hat ja fast fehlerfrei funktioniert. So, wir müssen hier runter. Hier unten muss also jetzt ein Pisten sitzen, der das Ganze dann nach oben hebt. Hier muss also ein Pisten sitzen, der das Ganze nach oben hebt und damit die Wasserzufuhr hier sperrt. In welcher Höhe sitzen denn die Pistons hier? Level 63 und dann gehen sie den ganzen Block nach oben. Also sitzen sie quasi hier. Gut. Habe ich gerade gesagt, Level 63, bin ich denn völlig von der Rolle? 65 war's. So. Okay, dann platzieren wir da jetzt erstmal ein paar Pistons. Also wir gucken erstmal, ob wir noch welche haben und falls nicht, dann bauen wir uns welche. Auf den Pistons selbst dürfte ja nicht wirklich, es dürfte nicht wirklich problematisch sein, auf den Pistons selber. Die sitzen ja hier vorne. Auf den Pisten selbst sitzt also nur Kies. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ob wir noch Pistons haben. Und falls wir keine mehr haben, wie wir die herstellen. Das habe ich alles nicht mehr im Kopf. Es ist alles schon viel zu lange her, weil ich so alt bin. Nur mal gucken. So, hier sind ja schon mal so fertig Bautenteile. Hier waren sie aber nicht bei. Hier sind nur die Rohstoffe drin.
diverse Holzsorten. Okay, das sieht eher nicht danach aus, als hätten wir hier schon Pistons liegen. Ich meine, wir haben sie ja auch nicht wirklich gebraucht, als wir das Ding aufgestellt haben. Danach war es ja fertig mit Pistons, ne? Ja, gut, haben wir also nicht. Also brauchen wir den Kolben. Das wäre dann er hier. Eisen haben wir, Redstone haben wir, Cobblestone haben wir und Planks haben wir auch ohne Ende. Die Redstone haben wir, Eisen haben wir und Bretter. Bretter. Am besten nehme ich die vor meinem Kopf. Das würde schon reichen. Und Cobblestone. Ne? Jo. Zack. So, dann nehmen wir den ganzen Spaß auch noch mal raus. Neun Stück müssten eigentlich reichen da vorne auf der Ecke. Und dann müssen wir uns nochmal später ein bisschen Red Alloy Wire bauen. Und hoffen, dass wir das da alles anhängen können, wie wir das so haben wollen. So, hier vorne. Upsa. Obwohl, es macht vielleicht Sinn, wenn wir gleich direkt Red Alloy Wire mitnehmen, weil wir das unter Umständen direkt brauchen können. Gleich, um die Dinger hochzufahren, damit wir gleich richtig die Position haben, wo es hin muss. Sonst bauen wir nämlich schön und klicken dann drauf und dann gehen sie noch einen Block höher, als sie eigentlich sollten. Und. Ich kenne mich. Und ich kenne mein Glück. So, sortier mal durch. Ich glaube aber eher, das hatten wir hier vorne. Wow. 11 Stück. Haben wir hier allerlei. Da ist allerlei Zeug drin, aber leider nicht das, was ich brauche. Okay. Das Red Alloy Wire, das besteht aus Eisenbarren und Redstone. Wer hätte das gedacht? Zack. 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 So, da haben wir auf jeden Fall genug Kabel wieder. Reicht aus für unser Vorhaben. Dann einmal so, einmal so, einmal so. Dann können wir das Eisen nämlich gleich wieder dort platzieren. Da kommen die Pistons runter, da kommt die Strippe runter. Das nehmen wir uns gleich mal mit, das Signal, dass der gleich hochfährt. Ja, das Redstone-Signal nehmen wir mal mit. Das ist mir sicherer. Hops. Hops. Ich bin's gewöhnt, dass da Druckplatten liegen. Entschuldigung. Hopp, 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 hopp. So, und dann müssten hier die Geräte liegen. So, dann wollen wir unten erstmal ein bisschen korrigieren.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Muss einer hier hin? Genau so muss das aussehen. Theoretisch. Da kommt jetzt der Kies oben drauf, den ich natürlich wieder nicht mitgenommen habe. Weißt du was? Jetzt warpen wir dahin. Wir laufen jetzt nicht jedes Mal hin und her. Jetzt laufen wir nur noch her, aber nicht mehr hin. Weißt du, hast du Rucksäcke dabei ohne Ende und benutzt sie nicht. Das ist auch nicht mehr normal. Also zumindest ich, weißt du? So, hier fehlt uns also noch die Energieversorgung. So. Okay, das heißt also, hier oben ist dann das Wasser. Es wird ja schon wieder Nacht. Bii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 i